ist es für ein Gefühl, endlich auch wieder auf der Bühne vor so vielen lieben Menschen zu stehen? Das Gänsehaut, das ist einfach Gänsehaut. Weil wenn, es ist ja schon fast anderthalb Jahre jetzt, eigentlich auch eher, ne? Und das war wirklich eine ganz, ganz schöne Zeit für uns, für ganz, ganz viele Gäste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch heute habe ich mich unendlich gefreut. Und dann noch für so einen guten Zweck, alles gut. Sehr gut. Wer hat sich noch gefreut auf heute? Ja, eigentlich könnte der nächste Titel, über den du natürlich nicht von der Bühne darfst, dein großer Hit nicht fehlen. Und er könnte eigentlich auch nicht besser lauten. Ich habe den Wahnsinn überlebt. Und wir freuen uns nun, dass nicht nur Leslie, sondern wir alle den Wahnsinn irgendwie überlebt haben. Und gerne gebe ich euch und uns die Bühne noch einmal frei. Falschen Menschen geküsst, ich hab's gesehen.
Leslie Frank, geiler Auftritt gewesen. Nach nur 8 Monaten Pause oder 7 Monate, wie lang war es für dich? Also für mich hat es sich ewig angefühlt, ewig. Ich habe mich so gefreut, ich habe zwar schon ein paar gehabt, aber heute war es ganz besonders toll. Gut, war ein schöner Auftritt, muss man sagen. Jetzt wollen wir natürlich über diese Flutkatastrophe, heute ist ja Benefiz. Ja. Du kommst ja auch aus Rheinland-Pfalz. Man muss sagen, wenn man die Bilder sieht, wie war denn das für dich selber, wie du das gesehen hast? Also ich sag mal so, ne, wenn du so die Bilder gesehen hast, ist ja eine reinste Katastrophe gewesen. Das war schon eine Katastrophe. Ne? Da kam eine riesen Flut auf die Menschen zu und ich glaube, so schnell konnten die gar nicht packen, wie die kamen. Und das hat mich schon mitgenommen. Ich habe eben schon erwähnt, mein Mann ist Soldat, der war da gewesen, ja, und er war ganz oft nicht ansprechbar. Und ich wollte nachher auch wissen, was ist denn los? Er sagt, der Lessi, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist so schlimm. Schlimm. Also war schlimm. Sind ja auch viele aus Offenbach, ich zum Beispiel aus Offenbach, ja, habe ja auch viele, die THW ist rübergefahren, die Stadt hat Leute aus Hessen hingeschickt, also haben ja sehr viele Menschen geholfen. Und man sieht auch, der Schlager hat heute geholfen für diese Benefizsache. Ja, das ist doch immer, das ist ja ein Bruchteil, was wir geben können. Wenn ich mit meiner Stimme den Leuten Spaß mache und ich dann noch einen guten Zweck damit erreiche, was will ich denn mehr? Ja. Nix. Hör mal, Kohle. Ja, Kohle ist schön zu verdienen. Aber für Menschen, die alles verloren haben, alles. Stell dir mal vor, du bist in deinem Haus, auf einmal ist alles weg. Deine Erinnerung an vielleicht die Mutter, Oma oder sonst irgendwas, ist nichts mehr da. Dann ist das nur ein Bruchteil und da habe ich mit Herzen gern gemacht. Ich habe ja ein Bild gesehen, ein Schausteller, der war im Haus, hat auf einmal, kam die Flut, Karussell weg, Schießbude weg. Jetzt, ja, Schatz, wir haben alles verloren, jetzt sind wir definitiv pleite, Corona-Krise und die Überschwemmung schon heftig. Ja, Corona war eins, aber ich sag ja, wenn auf einmal kommt diese Flut und dann verlierst du auf einmal alles. Die Schausteller hatten es so schwer gehabt. Ne? Ich kenne so viele Schausteller, ne? Die konnten gar nichts mehr machen, gar nichts mehr. Und dann noch sowas, hör mal, ist ein Untergang. Ja. Das ist der Untergang der Titanic. Das ist ja kein Buch mehr. Nee. Gut. Aber jetzt gibt es auch zu dir, ich habe gehört, Impfung, du bist geimpft worden. Natürlich. Soll ich jetzt hier Werbung machen für die Impfung? Lasst euch impfen. Ja, würde ich auch sagen, lasst euch impfen. Also wir leben noch, Sie sehen es, vor 4 Monaten geimpft worden und wir leben noch, oder? Wir leben noch. Ich habe Astra bekommen, was hast du bekommen? Ich habe BioNTech bekommen. Siehst du, wir leben noch. Wir leben noch. Alles gut. Wie geht es jetzt bei dir weiter, Leslie, nach diesem schönen Auftritt hier? Ja, meine Eltern waren gestern nochmal bei der Eva Richter, ist ja im Begriff. Und ich denke mal, dass wieder irgendwann ein neuer Song kommt. Wir arbeiten dran. Okay. Ich bin noch ganz oft beim Timo und auch bei Marc Andernach, den ich auch ganz lieb grüßen möchte. Der ist mit mir auf Mallorca in Urlaub und da hole ich halt unwahrscheinlich gerne auf. Okay, da sind wir mal gespannt, was wieder Neues von dir kommt. Jetzt geht's ja wieder los langsam. Eben, jetzt lohnt es sich auch wieder. Was hätte ich denn machen sollen? Da war ja nichts. Also jetzt starten wir durch. Aber was hat Leslie Frank so 8 Monate gemacht? Kann ich dir sagen. Das war doch bestimmt langweilig, oder? Jetzt bin ich ja auch noch Friseurin, ne? Ja. Da war ja auch zu. Da war ja auch zu. Hör mal, ich habe geputzt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es gab keinen Schrank, den ich nicht ausgeputzt habe. Okay. Und dann habe ich irgendwann wieder von vorne angefangen. Es war langweilig. Jetzt habe ich ja eine kleine Tochter, oder ja, wir haben eine kleine Tochter. Die musste ich auch noch irgendwie bespaßen. Aber für sie war es ja bestimmt auch langweilig. Kindergarten zu, Spielplätze, alles. Ja. Man konnte und nichts machen. Vor den Kindern ziehe ich ja den Hut noch viel höher. Wie willst du einem Kind erklären? Nee, darfst du nicht mehr drücken, darfst du nicht. Abstand halten. Zu Oma und Opa? Nein, das geht nicht. Furchtbar. 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 Willst du deine Fans noch was sagen? Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich bald wieder für euch auf der Bühne stehen darf und dass wir uns bald wiedersehen. Eure Leslie Frank.